die natürlich dann von deutschem Boden aus auch Russland angreifen könnten. Also auf diese Art und Weise wird der Konflikt zwischen Russland und den wichtigsten Ländern innerhalb der EU und Großbritannien dann gewaltig verschärft. Also es ist unglaublich, wie dieses Land im Moment heruntergewirtschaftet wird, und zwar mit Ansage und mit Absicht. Hallo, also, meine Lieben, unser heutiger Gast ist Ernst Wolf. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Und wir beginnen mit der feindlichen Übernahme der Commerzbank durch UniCredit. Und was hat es da auf sich? Ja, das ist ganz interessant, weil diese feindliche Übernahme ist ja noch nicht passiert, aber die steht ja möglicherweise bevor. Aber interessant ist der ganze Hintergrund. Also die Commerzbank ist ja in der Weltfinanzkrise damals in große Schwierigkeiten geraten. Dann ist der Bund da eingestiegen, am Anfang mit 25%, um diese Bank zu retten. Also mit Milliardenbeträgen ist diese Bank dann über Wasser gehalten worden. In den letzten Jahren hat der Bund dann immer noch, ich glaube, so 10-11% gehalten. Und der Bund ist im Moment in Schwierigkeiten. Die brauchen natürlich Geld. Und da haben sie jetzt einen Teil ihrer Anteile dann auf den Markt geworfen und sind tatsächlich 4% davon losgeworden an die UniCredit. Das Problem ist, dass danach plötzlich dann dieses Gerücht aufgekommen ist, dass die UniCredit vielleicht eine feindliche Übernahme plant und dass die Regierung davon völlig überrascht war und total entsetzt war. Und was für mich natürlich sehr interessant ist, ich lebe ja hier in Berlin und bin gerade in Berlin im Moment, habe mit einigen Journalisten gesprochen und die haben mir erzählt, dass Herr Lindner, also das Finanzministerium, dass da helle Aufregung herrscht, dass er total wütend ist über das Ganze. Und das erklärt mir doch eigentlich den Hintergrund der ganzen Sache. Also das Geschäft ist offensichtlich eingefädelt worden ohne das Wissen von Herrn Lindner. Und da kommen eigentlich nur zwei Leute in Frage für die ganze Sache. Das sind Herr Scholz, der muss das natürlich abwinken, und unser Wirtschaftsminister, Herr Habeck. Jetzt ist interessant, Herr Scholz wird beraten von einem Jörg Kukis, der kommt von Goldman Sachs. Hauptaktionär von Goldman Sachs ist niemand anders als BlackRock. Und Herr Habeck wird gesteuert von einer Staatssekretärin namens Bartsch, die kommt direkt von BlackRock, war vorher 20 Jahre bei Morgan Stanley in der City of London. Also da hat offensichtlich BlackRock seine Hände mit dem Spiel. Und interessant ist, dass jetzt also zu Hilfe gerufen wird von der Commerzbank, ausgerechnet Goldman Sachs, um sich gegen die feindliche Übernahme zu wehren. Also das alles ist so absurd, das ist so ein Affentheater. Also man sieht daran, dass diejenigen, die hier an den Hebeln der Macht sind, im Moment sich untereinander überhaupt nicht einig sind und es da das vollendete Chaos herrscht. Aber der Sieger bei diesem Chaos ist natürlich klar, Goldman Sachs, Hauptaktionär ist BlackRock, und Hauptaktionär bei UniCredit ist BlackRock, und bei der Commerzbank war auch BlackRock ein ganz großer Aktionär. Also das Ganze ist offensichtlich eingefädelt worden von ganz hoher Stelle aus dem amerikanischen Finanzsektor. Und bedeutet natürlich, dass die viertgrößte Bank in Deutschland dann, die sowieso schon lange nicht mehr ganz deutsch ist, aber dass die den Deutschen nun ganz aus der Hand genommen wird. Also das ist ein Teil für mich dieses Großangriffs auf Deutschland, weil Deutschland ist immerhin in der EU der größte Wirtschaftsfaktor und die EU ist der größte Konkurrent der USA. Und die USA schlagen im Moment wie wild um sich, weil sie selbst große Probleme haben. Ja, und am Ende schaut die Regierung und sagt, oh, das haben wir ja alles gar nicht gewusst. Ja, wie immer. Ja. Genauso wie zum Beispiel der Einsturz der Dresdner Bank. Da sagt man jetzt auch ganz empört. Dresdner Brücke. Entschuldigung. Da wir gerade bei Banken sind. Dresdner Bank, das ist schon Geschichte. Die ist schon eingestürzt. Die Überleitung musste besser funktionieren. Ja. Ja, der Dresdner Brücke, der Einsturz. Und hier tut man jetzt auch ganz empört, als hätte man da nichts verhindern können. Was zeigt uns das? Na, das zeigt uns erstmal, dass die Infrastruktur in Deutschland absolut marode ist. Das gilt allerdings nicht nur für Deutschland, sondern weltweit für alle Industriestaaten. Aber bei uns hat es da offensichtlich ein neues Stadium erreicht. Also wenn so eine Brücke 10 Minuten, nachdem die letzte Straßenbahn da drüber fährt, eine Brücke, die auch noch eine der Hauptschlagadern einer deutschen Großstadt ist, wenn die so einfach ohne Ansage in sich zusammenfällt, da muss man sagen, das ist schon wirklich ein wirklich absolut katastrophaler Zustand erreicht. Aber interessant ist dabei noch auch, dass das Ganze natürlich also auch für die deutsche Exportindustrie ein Riesenschaden ist, ein Imageschaden ohnegleichen, weil es war immer in der Vergangenheit so, Made in Germany war immer eine Auszeichnung. Deutsches Ingenieurswesen galt in der ganzen Welt als weltweit führend. Und wenn dann so etwas passiert, das ist natürlich ein verheerender Schaden für das Image der deutschen Ingenieure. Aber interessant ist ja, wer ist denn dafür zuständig da? Man glaubt ja, dass dann in Dresden irgendwo ein Ingenieur da vielleicht geschlafen hat. Aber nein, wer ist in Dresden der Verkehrsbürgermeister? Der Verkehrsbürgermeister ist ein Mann von den Grünen.
Und da denkt man ja, einer von den Grünen kann ja auch vielleicht mal Ingenieurswissenschaften studiert haben. Nein, der Mann hat Soziologie studiert, hat von Ingenieurswissenschaften null und überhaupt keine Ahnung. Also es ist unglaublich, wie dieses Land im Moment heruntergewirtschaftet wird, und zwar mit Ansage und mit Absicht. Also die Grünen geben ja, wir wissen ja inzwischen, für Frau Baerbocks Frisuren mehr als 10.000 im Monat aus oder lassen das auf jeden Fall auf Steuerzahlerkosten machen, aber haben offensichtlich kein Interesse daran, da den Zerfall der Infrastruktur in irgendeiner Weise zu stoppen. Wahrscheinlich ist das mit Teil ihrer Agenda. Ja, auch der grüne Bürgermeister hat ja auch lieber Pflanzkübel schick hingesetzt für meiner Meinung nach über 300.000 Euro, anstelle da vielleicht Sanierungspläne zu machen. Ja, man muss wissen, dass da so ein Statiker, der kostet vielleicht also ein paar Tausender, wenn er die Brücke da mal untersucht, und das Geld ist offensichtlich nicht vorhanden. Also das ist, interessiert die Grünen scheinbar überhaupt nicht. Ja, genau. Ich kenne das ja auch, wenn ich immer in der Ukraine war, dann ist sowas ganz realistisch. Da hat man dann ein Schlagloch so neben dem anderen an der Straße. Ja, da ist es so, so wie mein Opa mir auch mal erzählt hat, da werden die Straßen zwar neu gemacht, es wird angesetzt, aber dann kommt jemand und sagt halt dann, ja, komm, gib mir ein bisschen Asphalt, ich gebe dir das und das, komm, gib mir. Da werden sie so dünn gemacht und dann am Ende reißt wieder alles. Man hat es ja saniert, aber eben dementsprechend mit wenig Mitteln sozusagen. Und ja, da kennt man das. Und in Deutschland, weiß ich noch, ich bin nach Deutschland gekommen und da gab es sowas nicht. Da gibt es Gesetze, da gibt es Ordnung, da gibt es den TÜV, da wird alles immer sozusagen korrekt gemacht. Und ich finde wirklich, jetzt merkt man diesen Verfall. Ja, das ist eine absolute Zersetzung, aber dahinter steckt Methode. Also ich habe es ja schon gesagt, also die USA haben Deutschland ins Visier genommen und da wird kräftig nachgeholfen. Also der beste Vasall der USA, das sind im Moment die Grünen und die SPD. Also die haben sich der Agenda von BlackRock dazu 100% unterworfen. Da wir jetzt gerade von Geld sprechen, es kommt ja ein Haushaltsloch nach dem anderen raus. Und ich meine, der Haushaltsplan 2025 ist ja auch schon zum Witz überhaupt geworden. Und da ist die Frage, so wie Sie gesagt haben, das ist gewollt von den USA und von der Politik. Ist das gewollt oder ist das extra explizit eingesetzte Inkompetenz? Beides auf jeden Fall. Also die eingesetzte Inkompetenz, die hat ja bei uns ein Gesicht. Das ist der Herr Habeck, also der von Wirtschaft null und gar keine Ahnung hat, also fremdgesteuert werden muss. Aber es hat auch einen anderen Grund. Also wir haben ja im Moment also sehr hohe Zinsen der EZB. Und diese hohen Zinsen bewirken, dass es immer schwieriger wird, die ganzen Schulden zu bedienen. Also Deutschland, muss man wissen, also Deutschland ist mit ungefähr 2,5 Billionen verschuldet. Und das bedeutet, Deutschland muss jedes Jahr ganz erhebliche Zinsen zahlen. Also ich habe mir das mal hier aufgeschrieben. Deutschland, der Bund hat im Jahre 2023 entweder 37,6 oder 39,4 Milliarden an Zinszahlungen leisten müssen. Also die beiden Zahlen geisterten da immer durchs Internet. Das sind natürlich erhebliche Summen. Und da die Zinsen immer noch so hoch sind, muss man dann natürlich irgendwo sparen. Und da entstehen natürlich diese ganzen Haushaltslöcher. Aber dahinter steckt natürlich die hohe Zinspolitik der EZB. Und wen hat die EZB als ihren Hauptberater? BlackRock. Also egal, wohin man guckt, immer im Moment alle Wege führen nicht nach Rom, sondern alle Wege führen zu BlackRock. Und deswegen ist das Ganze für mich also ein wirklich im Hintergrund abgekartetes Spiel, bei dem die Politiker nur als Marionetten fungieren. Und die tun natürlich alles, um ihren Job zu behalten. Und die denken auch immer nur an ihre eigene Wahlperiode. Also jeder Politiker denkt nur für die 4 Jahre, in denen er gewählt wird. Und denkt nach mir die Sinnflut, wenn ich beim nächsten Mal nicht mehr gewählt werde, habe ich zumindest meine Rentenansprüche gesichert. Also das ist der Hintergrund. Deswegen machen diese Politiker alles, was der Kraft im Hintergrund da nützt. Ja, und worauf auch keiner verzichten will, ist ja der vermeintliche Klimaschutz, wo auch sehr viel Geld reinfließt. Und da ist auch die Frage, sieht man in Deutschland in Zukunft dann wirklich keine fossilen Brennstoffe mehr, keine Gasnetze, zumindest nicht in Betrieb genommene Atomkraft haben wir ja auch schon weg. Also wird das dann alles wirklich durchgesetzt oder wandert bis dahin sowieso die gesamte Industrie ab? Möglich ist das schon, dass da einiges an Industrie noch abwandert. Aber ich glaube, dass da im Moment ein ganz großes Umdenken im Hintergrund funktioniert. Und zwar, BlackRock verabschiedet sich ja gerade von dieser ESG-Agenda. Und der Hintergrund ist ganz einfach, die künstliche Intelligenz schreitet unglaublich schnell voran. Und die künstliche Intelligenz erfordert unglaublich viel Energie.
Also wenn man mit der künstlichen Intelligenz so weitermacht, dann braucht man im nächsten, übernächsten und in 3 Jahren erheblich mehr Energie, als wir jetzt brauchen. Und das können die ganzen alternativen Energiequellen gar nicht erzeugen. Also muss man dann doch wieder auf die fossilen Brennstoffe zurückgreifen. Und ich denke, das wird das große Umdenken sein. Und dann braucht man natürlich für die politische Agenda, die dazu gehört, braucht man einen Schuldigen. Und deswegen glaube ich, dass dann wahrscheinlich die Grünen vor allem im Visier stehen werden. Also die Grünen werden dann richtig abserviert. Und die ganzen Ergebnisse, die Wahlergebnisse, die wir jetzt sehen, da, dass die Grünen da einen Absturz nach dem anderen erleben, das ist für mich so mehr oder weniger die Einleitung vom Ende der Grünen. Also die SPD wird dann wahrscheinlich im Strudel mit untergehen, möglicherweise die FDP auch noch. Und dann wird man wieder auf andere politische Kräfte zurückgreifen, die uns natürlich nicht in eine bessere Zukunft führen werden, aber auf jeden Fall mit anderen Prämissen andere Schwerpunkte setzen werden. Aber das will keiner hören. Leider nicht. Das, so wie Sie sagen, mit der KI, das erinnert mich einfach nur an Matrix mit der vielen Energie, die Sie dann brauchen. Und da ist die Frage, hat man eigentlich jetzt schon die Kontrolle über die KI verloren? Ja, ich glaube, wir sind an diesem Wendepunkt angekommen. Also ich meine, der Chefentwickler von Google, Jeffrey Hinton, wartet ja immer davor. Der sagt ja, dass die KI im Moment dabei ist, also die Welt zu übernehmen. Wir wissen ja, dass wir im Finanzsystem schon alle an der KI hängen. Also das Finanzsystem weltweit wird gesteuert von dem Finanzdatenanalysesystem Aladdin, was sich in den Händen von BlackRock befindet. Das hat viel mehr Informationen, auf die es zurückgreifen kann, als irgendein Mensch jemals wird überblicken können. Und das ist an die KI angeschlossen, kann also Planspiele durchführen. Also das gesamte Weltfinanzsystem ist eigentlich an Aladdin angeschlossen. Wir wissen ja auch, dass diese ganzen Algo-Rechner, die da gegeneinander kämpfen, dass es da teilweise um Nanosekunden inzwischen geht, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Also da hat das menschliche Gehirn überhaupt gar keine Chance mehr, sich dagegen durchzusetzen. Aber wir haben dann auch noch diese ganzen humanoiden Roboter, die jetzt demnächst auf die Menschheit losgelassen werden, die auch an die KI angeschlossen werden, sodass jeder einzelne Roboter von allen anderen auch lernen kann. Und da wird es natürlich nicht lange dauern, bis diese Roboter, also Menschen, was Arbeiten, normale Arbeiten angeht, auf jeden Fall übertreffen werden an ihrer Effizienz. Also es ist schon eine sehr, sehr gefährliche Situation im Bereich der künstlichen Intelligenz, an der wir angekommen sind. Warum erschafft man etwas, das man nicht mehr kontrollieren kann? Weil für die Bürger ist es zumindest nicht, für die Mehrheit der Menschen. Naja, das hat ja schon mal jemand vorweggenommen. Also im Jahre, ich glaube, war 1812, da hat ja Mary Shelley den Roman Frankenstein geschrieben. Und Frankenstein, das ist ein Arzt gewesen, der hat aus Leichenteilen einen Menschen zusammengenäht und hat dem dann Leben eingehaucht. Ich weiß nicht genau, wie er das gemacht hat, aber auf jeden Fall ist dann ein Monster entstanden und dieses Monster ist dann stärker, intelligenter und gefährlicher gewesen als Dr. Frankenstein und hat den dann um die Welt gejagt. Also es ist gut möglich, dass wir auch an so einem Frankenstein-Moment angekommen sind. Also ich hoffe, dass das nicht eintreten wird. Aber im Moment sehen wir ja, dass leider die Welt in den Händen von völlig gewissenlosen, rücksichtslosen Menschen ohne Moral, ohne Ethik sich befindet und dass da eigentlich die Aussichten im Moment jedenfalls nicht besonders gut sind. Ohne Ethik passt zu unserem nächsten Thema, und zwar Krieg. Denn es steht ja jetzt die große Entscheidung an, also zumindest wird es offiziell, als würde man sich da wirklich entscheiden, ob der Westen die Freigabe gibt zu weitreichenden Landstrecken Raketen und sich damit aber in den Ukraine-Russland-Konflikt laut Putins Aussage komplett einmischt und direkt beteiligt wird. Ist es so? Wird man dann direkter beteiligt? Also sind Länder wie die USA dann direkt beteiligt und führt das uns wiederum möglicherweise in einen dritten Weltkrieg? Na, die USA halten sich da natürlich wie immer sehr geschickt zurück und lassen andere vorpreschen. Also im Moment prescht Großbritannien vor. Großbritannien veranstaltet da gerade das ganz große Säbelrasseln. Und die Amerikaner machen es natürlich ganz geschickt. Die haben jetzt angekündigt, dass sie ab 2026 in Deutschland diese Tomahawk-Marschflugkörper stationieren wollen, die natürlich dann von deutschem Boden aus auch Russland angreifen könnten. Also auf diese Art und Weise wird der Konflikt zwischen Russland und den wichtigsten Ländern innerhalb der EU und Großbritannien dann gewaltig verschärft. Also ich glaube, dass die Amerikaner da genauso arbeiten, wie sie das im Ersten und im Zweiten Weltkrieg getan haben, dass sie ihre Gegner dann möglichst gegeneinander ausspielen. Also das Schlimme ist eben, dass die Politiker bei uns das alles mitmachen und dass da natürlich also auf diese Art und Weise eskaliert wird ohne Ende und dass die Gefahr eines Dritten Weltkrieges da immer näher rückt. So kann man auch gut an der Macht bleiben, indem man alle anderen verheizt und dann sagt, Leute, ich bin noch da für euch.
Ja, genau. Und man darf nicht vergessen, also wenn es dann tatsächlich zu einer physischen Eskalation kommen würde, die USA würden davon ja nichts mitbekommen. Also der Krieg würde dann wahrscheinlich auf europäischem und auf asiatischem Boden dann stattfinden. Und die USA würden genau wie im Ersten und im Zweiten Weltkrieg davon nicht betroffen werden. Vor allem davon profitieren, denn wenn man Waffen liefert und die Produktion dabei vorantreibt und vielleicht dann auch noch netterweise Kredite vergibt, die dann natürlich zurückgezahlt werden dürfen, dann ist ganz das ja genau optimal. Das. Dann in Amerika wird dann das Geld gezählt, was dabei verdient wurde. Können Sie sich vorstellen, dass so eine Eskalation passiert? Weil man sagt ja immer, na, Russland droht die ganze Zeit, da wird sowieso nichts passieren. Ist das Ihrer Meinung nach gewollt oder reicht eigentlich das so, wie es jetzt gerade vonstatten geht? Ich hoffe, dass es so reicht, weil also auf jeden Fall wird den Leuten ja Angst gemacht. Also man merkt ja, jeder normal denkende Mensch muss Angst bekommen, wenn er hört, dass plötzlich Langstreckenraketen aus Großbritannien auf Russland abgefeuert werden könnten. Also das ist natürlich klar, aber vielleicht reicht diese Angst den Herrschenden ja aus im Moment. Aber natürlich ist es nur ein ganz kleiner Übergang. Da muss nur irgendwo einer mal den falschen Knopf drücken und der auf der anderen Seite einer dann reagieren. Und dann haben wir tatsächlich also den Dritten Weltkrieg. Also ausschließen würde ich das auf keinen Fall. Also die Gefahr ist absolut real. Und die Gefahr immer so abzutun und zu sagen, weißt du was, das kümmert uns nicht, weil das ist einfach nur verbale Eskalation, das ist natürlich auch gefährlich. Das ist keine gute Strategie. Ja, von Neutralität und Diplomatie ist Deutschland sehr weit weg, muss man sagen. Ja. Es ist ja nicht der einzige Konflikt. Wir haben ja auch einen Konflikt in Israel. Und wie sieht es dort gerade aus? Na, da wird auch beständig gezündelt. Also da haben wir ja in der letzten Woche haben wir den Mord an der türkisch-amerikanischen Journalistin gehabt, also eine junge Frau, eine Aktivistin, die vom israelischen Militär auf brutalste Art und Weise ermordet wurde, obwohl sie da keine Gewalt angewendet hat, sondern nur friedlich demonstriert hat. Dann kommt dazu, dass Israel ständig Angriffe fährt gegen den Libanon, also gegen die Hisbollah. Und was interessant ist, in den letzten Tagen hat Israel auch gegen Syrien wieder Angriffe geflogen. Also sie haben da eine angebliche Munitionsfabrik, angeblich errichtet vom Iran, haben sie zerstört und haben dabei also tatsächlich auch eigene Truppen eingesetzt. Es war wieder eine weitere Eskalation dieses ganzen Konflikts im Nahen Osten. Und da passiert offensichtlich das Gleiche wie in der Ukraine. Also da zündelt man immer mehr und die Gefahr natürlich, dass es da auch zum flächendeckenden Krieg kommt oder dass es dann tatsächlich mal zur großen Auseinandersetzung zwischen Israel einerseits und dem Iran andererseits kommt. Also die Gefahr, die wird von Tag zu Tag größer. Was gibt es da für Hintergründe? Warum gibt es diesen Konflikt? Ja, einmal ist es natürlich wegen der Energie. Also natürlich, das Öl spielt da immer noch eine große Rolle, ist immer noch die meistgehandelte Ware der Welt. Und das Öl kommt ja zu einem großen Teil da aus dem Nahen Osten. Dann Erdgas spielt eine ganz große Rolle. Das ist ja die neue große Energiequelle. Und dann müssen man sagen, also strategische Erwägungen. Also die USA haben ja zwei Verbündete da. Die haben einmal Israel, was sie bis an die Zähne bewaffnet haben. Und dann haben sie ja Saudi-Arabien lange als Verbündeten gehabt. Und ich glaube, zwischen Saudi-Arabien und den USA, da ist die Harmonie nicht mehr so groß wie früher. Und deswegen wollen die USA natürlich ihren Einfluss da auf den Nahen Osten auf keinen Fall aufgeben. Und deswegen rasseln sie da mit dem Säbel in der Art und Weise, wie sie es jetzt gerade tun. Die USA befinden sich ja jetzt gerade auch im Wahlkampf. Und wie sehen Sie den bisherigen Verlauf der US-amerikanischen Wahlen? Na, ist ja interessant, dass das dann so ein unglaubliches Auf und Ab gegeben hat. Also erstmal war ja fast sicher, dass Herr Trump da die Wahl gewinnen würde, als es dann noch den Mordanschlag auf ihn gegeben war und er da als absoluter Held dagestanden hat. Da hat ja kaum noch jemand geglaubt, dass irgendein Gegenkandidat eine Chance haben würde. Dann ist ja Kamala Harris plötzlich aufgebaut worden mit einer Wahnsinnskampagne durch alle Medien da in den USA gestützt worden. Und dann ist ja jetzt dieses Duell zwischen den beiden zustande gekommen, was natürlich absolut merkwürdig ist. Weil Kamala Harris, die tickt intellektuell ungefähr auf dem Niveau von Frau Baerbock. Also das ist eine Frau, die so gut wie überhaupt gar keine Ahnung von irgendetwas hat. Und in diesem Interview hat sie plötzlich also wirklich, muss man sagen, teilweise relativ gut abgeschnitten. Und das kann irgendwas kann da nicht stimmen. Natürlich hat es ja jetzt diese ganzen Gerüchte gegeben, dass man ihr das alles eingeflüstert hat über Ohrringe, was ich gar nicht für ausgeschlossen halte, weil ich wundere mich schon, wie ein Mensch, der wirklich sehr, sehr dumm ist, plötzlich also einigermaßen intelligente Antworten geben kann. Also wer wissen will, auf welchem Niveau Frau Harris tickt, der sollte sich das Video ansehen über sie, was nur über eine Minute geht, wo sie erklärt, was
die Cloud bedeutet, also die Cloud, in der gespeichert wird, wo sie tatsächlich auf den Himmel zeigt und sagt, da oben, da werden unsere Daten gespeichert. Also es ist einfach unvorstellbar, wie dämlich diese Frau ist. Aber die ist jetzt so groß aufgebaut worden. Aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass die Mehrheit der Amerikaner so dumm ist, also jemanden zu wählen, der ihnen sagt, also ich muss hier alles anders machen, aber seit 4 Jahren im Amt ist und all das zu verantworten hat, was da gerade im Moment schiefläuft in den USA. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube immer noch, dass irgendwann vor Mitte November, vor den Wahlen, irgendetwas in den USA passieren wird, ein entscheidendes Ereignis, was diese Wahlen dann ganz direkt beeinflusst und was möglicherweise uns allen tatsächlich noch einen anderen Kandidaten präsentiert. Wenn wir mal davon ausgehen, dass Trump gewinnen würde, muss man sagen, wäre das wirklich jetzt das Optimale für Amerika? Und vor allem sogar in Deutschland feiert man ja Trump, wobei er jetzt schon sagt, sozusagen, was für Auswirkungen das haben würde. Und die Frage ist eben auch, unter seiner damaligen Amtszeit, was hat er denn so Glorreiches vollbracht? Na, erstmal muss man sagen, er ist ja angetreten mit dem Spruch Make America Great Again. Also alleine wer das unterstützt, der sollte sich wirklich mal über seinen geistigen Gesundheitszustand ein paar Fragen stellen. Weil Make America Great Again, wie ist Amerika denn great geworden? Die ist great geworden dadurch, dass sie erstmal 800 Indianerstämme ausgerottet haben, dass sie dann 10 bis 12 Millionen Schwarzafrikaner als Sklaven ins Land geholt haben, dass sie dann in zwei Weltkriegen aktiv gewesen sind, dass sie dann die einzigen zwei Atombomben auf Zivilisten geworfen haben, und zwar in Hiroshima und in Nagasaki, dass sie inzwischen 800 Militärstützpunkte in aller Welt aufgebaut haben, die gesamte Welt mit mehr Kriegen tyrannisiert haben als irgendein anderes Land. Also den Mann, der an der Spitze eines solchen Landes steht und der dann auch sagt, wir müssen unser Land wieder groß machen, also da muss man schon wirklich also ziemlich dämlich sein, um das zu unterstützen, vor allen Dingen als Europäer und vor allen Dingen als Deutscher. Weil wir wissen auch, was Donald Trump mit Deutschland vorhat. Deutschland soll im Rahmen der NATO auf jeden Fall stärker eingreifen, soll noch mehr für die Rüstung ausgeben. Und wenn man sich dann noch fragt, was hat er denn gemacht in seiner Amtszeit? Gut, in seiner Amtszeit hat er auf jeden Fall die für die Reichen besten Steuergesetze jemals in den USA rausgegeben. Also er hat sich nicht nur selbst hemmungslos bereichert, sondern die Umverteilung von unten nach oben in unvorstellbarer Weise verschärft. Dann hat er den Krieg im Nahen Osten damit vorbereitet, also die Eskalation da, in denen er die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem geholt hat und damit also einen Riesenaffront gegen die Palästinenser begangen hat. Dann hat er die erste große Bombe nach dem Zweiten Weltkrieg auf Afghanistan in einer seiner ersten Amtswochen schon draufgebaut. Also da sind so viele Dinge passiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der bei voller geistiger Gesundheit ist, also diesen Mann wirklich unterstützt, entweder da in den USA oder hier bei uns. Man muss eben immer aufpassen, was ein Mensch sagt und was er dann am Ende tut. Denn er spricht jetzt gerade vielen Menschen aus dem Herzen, die einfach diese Hoffnungslosigkeit haben und sagen, das könnte das Einzige sein, was uns rettet. Das ist ja interessant. Ich meine, wo kommt denn der Mann her? Also das ist der erste Präsident, der nicht aus der Politik kommt und nicht aus dem Militär. Alle anderen Präsidenten vor ihm sind entweder aus der Politik gekommen oder aus dem Militär. Und der kommt aus dem Showgeschäft und aus der Immobilienbranche. Also zwei wirklich sehr, sagen wir mal, nicht so ganz koschere Angelegenheiten. Und interessant ist, dass dieser Mann, der lügt von morgens bis abends. Der sagt morgens das eine, der sagt nachmittags das andere. Wir wissen ja auch, wie er sich im Rahmen der Gesundheitskrise verhalten hat, wo er eine Zeit lang auf der einen Seite war, dann wieder auf der anderen Seite, wo man überhaupt nicht wusste, wo er ist. Er hat sich jetzt auch gegen CBDCs ausgesprochen. Das wird er garantiert nicht durchhalten, wenn er Präsident ist. Dann wird er sagen, wir brauchen eine amerikanische CBDC, die unseren Werten entspricht. Also nach dem, was er sagt, darf man nicht gehen. Man muss immer bei allen Politikern immer nach dem gehen, was sie tun. Und wir wissen ja, was er getan hat in 4 Jahren, und das reicht eigentlich, um ihn wirklich richtig einschätzen zu können. Ja, und das kann man ja auch nicht vergessen. Ich meine, er war da, als alles mit der Pandemie sozusagen begonnen hat. Und wirklich, also Amerika war da jetzt kein Vorreiter, die gesagt haben, wir haben keine Maßnahmen und gar nichts. Und da war wirklich eben immer wieder ein Hin und Her. Und das alles ist ja auch durchgebracht worden. Und allein das reicht ja schon aus. Ja, und er hat ja auch gar keine Probleme. Also er kann mit Herrn Fauci da Jahre oder monatelang auftreten den Schulterschluss da vollziehen, und dann anschließend lässt er ihn einfach fallen, weil es den Leuten einfach so besser gefällt. Jetzt hat er ja auch Bobby Kennedy mit an Bord genommen, der ja nun ein erklärter Gegner der Pharmaindustrie ist. Das interessiert alles nicht. Also das geht da nur darum, möglichst viel Stimmen zu kriegen und den Leuten einfach die Hucke voll zu lügen, weil das sind alles Leute, also ich verstehe immer nicht, wie jemand glauben kann, dass
in einem Land wie den USA irgendjemand an die Spitze kommen kann, der irgendwelche ethischen und moralischen Vorstellungen hat und sich daran hält. Also das ist absolut ausgeschlossen. Ja, Elon Musk ist ja jetzt auch auf seiner Seite mit rübergeschwappt. Also da sieht man sozusagen, da finden sich dann alle. Ja, interessant ist, dass das eben die entscheidenden Leute aus dem IT-Bereich jetzt sind. Also Elon Musk ist auf seiner Seite, dann hat er ja als Vizepräsidenten J.D. Vance, der einer der Partner von Peter Thiel ist. Peter Thiel ist der Chef von Palantir. Palantir ist das Unternehmen in den USA, was digital für das Pentagon arbeitet, für den FBI arbeitet, für die CIA arbeitet, was die ukrainische Armee berät bei ihren Angriffen gegen Russland, was Israel berät bei seinem Kampf gegen die Palästinenser. Und dann erzählt Donald Trump da was davon, also wenn ich Präsident werde, dann wird das alles aufhören. Ich werde den Sumpf trockenlegen. Genau das Gegenteil hat er auch in seiner Amtszeit getan. Der hat den Sumpf nicht trockengelegt, sondern die wichtigsten Vertreter des Sumpfes mit in sein Kabinett geholt. Ganz genau, ganz genau. Aber die Show muss aufrechterhalten werden und es klappt eben, weil, wie gesagt, wenn man diese Hoffnungs-, also wenn man keine Hoffnung hätte, dann würden die Menschen wirklich viel mehr aktiv werden. Aber so kann man sich ein bisschen zurücklehnen und sagen, jetzt warten wir mal ab, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Genau. Wenn dann wieder nichts rauskommt, jetzt kommt der. Jetzt schauen wir mal, was da rauskommt. Dann vielleicht noch der Orban, vielleicht kann der noch irgendwas deichseln. Also ja, da kommt eben einer nach dem anderen. Aber was ist denn die einzig wichtige Lösung, die jetzt passieren müsste, damit sich wirklich die Zeiten ändern? Also es gibt keine Ad-hoc-Lösung für unsere Probleme im Moment. Das System ist wirklich am Ende, das hat ausgedient. Und wir müssen sehen, dass wir irgendwie ein neues System aufbauen. Und das, meiner Meinung nach, muss man ja gleich bei den Verfassungen anfangen. Weil wir haben Verfassungen, in denen die beiden wichtigsten Herrschaftsinstrumente nicht vorkommen. Also das über Jahrtausende wichtigste Herrschaftsinstrument war das Geld. Und in unserer Zeit, in den letzten 30, 40 Jahren, sind die Daten dazugekommen. Also wer viel Geld besitzt oder wer viel Daten besitzt, der hat sehr viel Macht. Und diese Macht muss einfach eingegrenzt werden. Und deswegen muss eine Machtbegrenzung in den Verfassungen für diese beiden Bereiche festgelegt werden. Ansonsten natürlich, was wichtig ist, man muss die Macht der Finanzindustrie brechen. Das kann man dadurch tun, indem man zum Beispiel das ganze Derivate-Casino mal trockenlegt, indem man die ganzen Maßnahmen im Rahmen der Finanzialisierung da mal untersucht und da die zumindest die schlimmsten dann wieder aufhebt, also Aktienrückkäufe oder Kreditausfallversicherungen oder was da sonst ist, die Existenz von Hedgefonds, die wie Banken arbeiten dürfen, aber den ganzen Regulierungen nicht unterliegen. Also all das müsste ausgetrocknet werden. Und im Bereich der Daten muss man natürlich die Macht des Silicon Valley begrenzen. Und die kann man ganz einfach begrenzen, indem man alle Patente und Lizenzen weltweit freigibt. Auf diese Art und Weise würde deren Macht sofort gebrochen werden. Also das wären für mich so die Ansätze für das Ganze. Natürlich müsste man auch viele andere Sachen noch machen. Man müsste die ganzen Steueroasen in der Welt trockenlegen. Also wenn in Deutschland zum Beispiel jemand irgendwelche Art von Gerechtigkeit herbeiführen wird, der müsste sofort sagen, also alle Unternehmen, die bei uns ihre Waren anbieten, müssen auch bei uns dafür ihre Steuern zahlen und dürfen nicht da irgendwo auf den Cayman Islands ihre Hauptsitze haben oder auf Guernsey oder so und zahlen hier bei uns keinen einzigen Cent Steuern. Also da muss natürlich an ganz vielen Stellschrauben gearbeitet werden und das kann nicht über Nacht passieren. Aber das Wichtigste, um das Ganze überhaupt erstmal in Angriff zu nehmen, ist, dass die Leute darüber informiert sind, wie sie im Moment hinters Licht geführt werden. Und deswegen machen wir ja auch unsere Videos. Also ich denke, das ist die Aufgabe, die aktuelle Aufgabe, vor der wir stehen, möglichst vielen Leuten zu erklären, was da passiert, wer die wirklichen Akteure sind, dass es nicht die Politiker sind, sondern dass es der digital-finanzielle Komplex im Hintergrund ist. Genau das wollte ich auch dazu sagen, dass bevor all diese Schritte überhaupt getätigt werden können, muss überhaupt das Bewusstsein der Menschen da sein, dass wir in der Form überhaupt ein Problem haben. Denn solange die Menschen erstens sagen, alles ist gut, das passt, das ist eigentlich so wie immer, oder sagen, die einzige Lösung ist jetzt zum Beispiel Trump, ist es schwierig, da die richtigen Stellschrauben überhaupt voranzubringen. Und deswegen, wie Sie gesagt haben, ist es genau wichtig, dass eben diese Inhalte auch weitergegeben werden. Ganz genau. Vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen und wir hören und sehen uns natürlich beim nächsten Mal. Ganz sicher.